So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe jetzt die Woche Urlaub. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, mal wieder ein bisschen an Material zu drehen für meinen Kanal. Damit euch nicht langweilig wird, damit mir nicht langweilig wird. Und wir fangen jetzt einmal an mit einem kleinen Geburtstagsupdate. Also mit dem, was ich so von Familie und Freunde überreicht bekommen habe. Deshalb auch die beiden Tüten im Hintergrund. Jetzt versucht sich die Katze hier. Komm, Wiedersehen. So ein bisschen in den Vordergrund zu spielen, aber es ist ein gutes Recht. So, dann fangen wir mal an. Ich greife mal in diese Tüte. Es gab zum Beispiel, Mensch, ärger dich nicht, in der Schokoladenversion. Das heißt, ich glaube, bis auf den Würfel und bis auf das Spielbrett, die Figuren kann der Sieger dann oder der Verlierer vielleicht auch auffüttern. Ja, krass. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber es gibt, glaube ich, nichts, was es nicht gibt. Und hier gibt es jetzt auch Schokoladen, Mensch, ärgere dich nicht. So, dann machen wir mal weiter. Dann gab es, und da habe ich mich sehr gefreut, die erste Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. Der FSK Flyer ist leider drauf gedruckt. So schaut es ohne Schuhe aus. Hier sind die Scheiben drin. Der Innendruck schaut so aus. Auch cool, da stehen hier nochmal die Episoden drauf, welche Episoden auf welcher Scheibe drauf sind. Ja, sehr schick, werde ich mir demnächst nochmal anschauen. Ich habe sie schon mal gesehen, aber ist schon ein bisschen länger her. Inzwischen startet ja, glaube ich, auch bald die dritte in Amerika. Die zweite habe ich noch nicht mal gesehen. Aber hier werde ich definitiv nochmal die erste nachholen. Da freue ich mich drauf. Und wie gesagt, hier noch der Schuber. So, dann machen wir weiter. Mit, ich hole es mal vor, ich bin gleich wieder da. Raschelt und poltert. So, und zwar, ja, wie erkläre ich das, ne? Also, dieses Ding, ich habe, wie ihr euch vorstellen könnt, erstmal ein bisschen irritiert geguckt und nicht wirklich gewusst, was das sein sollte. Es ist ein Mini-Bowling-Set von Vicky der Wikinger. Da ich zu Vicky der Wikinger überhaupt keine Beziehung irgendwie habe, allerhöchstens ein bisschen vielleicht zum Bowling. Und ich ein paar Tage vorher gefragt wurde, wie meine Schuhgröße ist, dachte ich, ich bekomme vielleicht noch Bowling-Schuhe dazu. Aber das war es nicht. Das war praktisch das Vorabgeschenk zu einem gemeinsamen Bowling-Abend. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Wenn es anfängt Spaß zu machen, ist die gebuchte Zeit ja in der Regel vorbei. Dann bucht man nach, weil man glaubt, der Körper schafft es noch. Und wenn man 4 Stunden auf dieser Bahn gestanden hat, tut einem am nächsten Tag alles weh. Aber da freue ich mich drauf. Aufs Bowlen. So, dann gab's das hier. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut. Das ist 3D-Steelbook von Jupiter Ascending. Ich pack's mal aus, da ist schon die Schutzfolie drum. Weil das ist auch ein richtig schickes Ding. So schaut's aus. Ich weiß nicht, ob man das halbwegs sehen kann. Das ist alles geprägt oder gestanzt in dem Fall. So schaut's von der Seite aus. So schaut's von hinten aus. So, der digitale Code. So, also hier sind die beiden Scheiben drin, einmal 2D, einmal 3D. So schaut sie von innen aus. Ja, da habe ich mich sehr gefreut. Und den werden wir uns demnächst dann auch mal anschauen, hoffe ich, denke ich. So wie wir uns allen anderen Kram bald anschauen werden, den wir uns die letzten Wochen und Monate neu zugelegt haben. Aber das Wichtigste ist ja auch, man hat es erstmal. So, dann greifen wir hier nochmal in die Tüte.
Denn hier gab es nochmal Schokolade in Form von Uno. Der schnelle Spaß für jedermann. Ebenfalls in der Schokoladenausgabe. Auch hier sind die Karten wieder auffressbar. Die sind nämlich aus feinster belgischer Schokolade. Es bleibt auch erstmal noch zu, weil ich nicht weiß, wann ich dazu komme, das mal zu spielen. Ich will mir die Schokolade auch nicht einfach so irgendwie beim Filmabend mal irgendwie einfach so reinpfeifen, sondern das soll dann schon in Verbindung mit dem Spiel dann auch passieren. Ja, ganz wichtig, die Kalorienangabe. Ja, Schokolade halt, ne? 100 Gramm, 514 Kalorien. Uno, die Schokoladenedition. So, ist hier noch was drin? Ne, hier ist noch Süßkram drin. Da ist auch Süßkram drin. Dann machen wir mal weiter. Und zwar hiermit. Die Chroniken von Der Hobbit, eine unerwartete Reise. Ich versuche mal die Kamera ein bisschen anders zu stellen, dass man das besser sieht. So. Da freue ich mich auch richtig drauf. Ein Buch aus dieser Chronikenreihe habe ich schon, das hat mir sehr gut gefallen. Und nach möchte ich jetzt schon, dass die anderen da so ein bisschen mit dazukommen. So, alles über den Hobbit, die Schauspieler, nicht die Schauspieler, die Figuren, Masken, Kostüme. Ich gehe jetzt nicht alles durch, das sind glaube ich über 300 Seiten. Aber nur, dass ihr wisst, was euch da erwartet. Genau, der Designprozess, der Gestaltungsprozess, wie Kostüme, Masken und Effekte entwickelt wurden. Ja, da freue ich mich sehr drauf. So, ups. Zack. So, zwei Sachen habe ich noch. Nämlich, die habe ich mir für meine in Planung gedachte Jurassic Park Ecke gewünscht. Dinos. Und zwar einmal den T-Rex. Und der ist nicht von Schleich, der ist von, wie heißen die? Pino heißen die, glaube ich. Und ich habe mich halt für diese entschieden, weil die, oder ich habe sie mir gewünscht, weil die den Dinos aus Jurassic Park am nächsten kommen. Es ist kein offizielles, lizenziertes Merchandise für Jurassic Park, aber es ist definitiv daran angelehnt, wie ich finde. Jetzt ist gerade irgendwas runtergeflogen. So, Kiefer kann man bewegen. Ja, sehr schick finde ich den. Und dann gab es noch, ich will erstmal kurz gucken, was da vorhin runtergeflogen ist. Okay. So, und dann gab es noch Spinosaurus. Und der sieht richtig geil aus. Das ist ein richtig fieses Vieh, wie ich finde. Ich versuche es mal so hinzustellen, dass man sie beide vielleicht zusammen ein bisschen besser filmen kann. So, einmal hier den Spinosaurus und den T-Rex. So. So. Na. So, so schaut der Spinosaurus aus. Auch hier kann man die Schnute weit aufreißen. Und der sieht schon richtig cool aus, finde ich. Und daneben noch der T-Rex. Hier kann man ebenfalls die Schnute aufreißen. Ja, die beiden gab's. Die will ich dann zusammen mit der Jurassic Park Trilogie und demnächst dann auch mit Jurassic World zusammen aufbauen. Ich gucke mal, ob ich noch vielleicht ein bisschen anderes Zeug besorge. Aber da habe ich mich sehr gefreut. Die sehen beide wirklich sehr, sehr cool aus. Ja, das war's von diesem kleinen Update.
Bisschen was Unterschiedliches mal. Spiele, Schokolade, Bowling, ein Buch und Figuren. Ja, das war's. Mehr habe ich jetzt erstmal nicht. Das nächste Video wird das gleich im Anschluss gedreht. Was das ist, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.